Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Konrad-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch diesen coolen Airhockeytisch selber bauen könnt, welches Material ihr dafür benötigt und wie das Ganze funktioniert. Auf geht's! Für unseren Airhockeytisch brauchen wir zum einen natürlich Holz für das Gehäuse, eine Spielfläche, eine sehr glatte, die ist jetzt hier aus Polycarbonat, einen Lüfter, um eben den Auftrieb zu erzeugen für unseren kleinen Puck. Und zur optischen Dekoration habe ich hier jetzt noch 5 Meter LED-Streifen. Das Airhockeyspiel basiert ja darauf, dass wir einen Puck sehr schnell über die Spielfläche schießen können. Das funktioniert deswegen, weil wir mit unserem Lüfter permanent einen Überdruck erzeugen und von unten Luft durch das Spielfeld blasen. Ich habe jetzt mal hier so einen Deckel als Modell und hier den Lüfter. Der pustet jetzt permanent Luft von unten unter unser Spielfeld. Das soll jetzt unser Spielfeld darstellen. Hier ist der Puck. Und dadurch, dass jetzt hier überall Luft austritt und der unten drunter ein bisschen hohl ist, bekommt er permanent Auftrieb und schwebt quasi minimal und setzt nur mit den Kanten so ganz leicht auf. Und dadurch können wir dann sehr reibungsarm und deswegen sehr, sehr schnell den Puck über das Spielfeld schießen. Wie ihr seht, sind jetzt hier noch keine Löcher drin, weil das Ganze habe ich schon mal vorbereitet. Und das macht dann bei dieser Spielfeldgröße hier in einem schönen Raster gebohrt 234 Löcher, die ich da alle reingebohrt habe. Der Rahmen des Airhockeytischs besteht eigentlich nur aus 4 Brettern. So, ich habe hier mit der Kreissäge schon mal eine Nut reingesägt, sodass wir dann nachher das Spielfeld hier komplett reinsliden können. Das hilft uns dann schon mal, damit das ganze Ding auch möglichst luftdicht ist. Wir wollen ja darunter einen Überdruck erzeugen. Das geht natürlich auch ohne eine Kreissäge. Man kann auch hier jetzt einfach eine kleine Leiste aufschrauben oder aufkleben. Ist nur ein bisschen aufwendiger, als das hier direkt mit ins Holz zu integrieren. Damit steht jetzt auch schon das Grundgerüst für den Airhockeytisch. Und jetzt geht es darum, wie wir auf der Unterseite hier die Luft unter unser Spielfeld bringen. Dafür drehe ich den jetzt hier einmal gerade um. Hier ist unser Lüfter. Der soll jetzt hier die Luft reinpusten. Passend für meinen 80 mm Lüfter habe ich jetzt hier eine 80 mm Bohrkrone. Und mit der bohren wir jetzt das Loch, damit dann der Lüfter auch nachher ausreichend Luft ziehen kann. Unser Lüfter ist jetzt hier in der Bodenplatte drin. Das Loch hätte auch noch glatt 2-3 mm größer sein können. Und jetzt können wir hier nachher, nachdem ich das nochmal ein bisschen entgratet habe, auf der Unterseite die Luft ansaugen und sie dann so quasi hier unter das Spielfeld drücken. Die eigentliche Funktion ist jetzt fertig. Da ich aber noch gesagt habe, dass wir noch ein paar coole Gimmicks einbauen wollen, mache ich mich jetzt noch daran, hier mit dem LED-Streifen dann auch ordentlich Licht ins Spiel zu bringen. Einmal nehmen wir den Streifen und machen den ringsrum so als ambiente Beleuchtung. Also quasi der kommt nachher hier so etwas unterhalb des Spielfelds hin, dass einfach das ganze Spielfeld von unten ein bisschen leuchtet. Und dann dachte ich mir noch, es wäre noch eigentlich schön, wenn wir noch so ein paar gezielte Linien, also die eigentlichen Spiellinien, die sonst beim Airhockeytisch immer nur so aufgeklebt sind, wenn wir die auch noch mit LEDs machen würden. Und dafür habe ich ein bisschen experimentiert. Und zwar leuchtet es besonders schön, wenn man die LEDs dann ziemlich nah unter die Spielfeldoberfläche macht, also ungefähr so 1-2 cm. Dafür habe ich mir hier schon mal aus so einfachem Sperrholz so 2 Strafräume ausgesägt. Und die sind genau so lang und so breit, dass die LED-Streifen da gut drauf passen. Das Ganze gibt es dann auch einmal für die Mitte, dass wir eine Mittellinie haben und hier den Anstoßbereich. Gleiches Prinzip, genauso lang, dass der LED-Streifen gut drauf passt. Damit die Elemente möglichst nah unter die Spieloberfläche kommen, habe ich mir hier so kleine Stützen schon ausgesägt. Die sind halt ein bisschen niedriger als nachher oben der Deckel. Und die kommen dann hier so hin. Und obendrauf kommt dann das Sperrholz. Dann ist der LED-Streifen quasi, wie man hier schon sieht, ganz dicht unter dem Spielfeld und kann dann schön nach oben durchleuchten. Das heißt, da haben wir dann einen tollen optischen Effekt und trotzdem stört es nicht beim Spielen. Dann kann ich mich jetzt daran machen, alle wieder miteinander zu verbinden. Die kann man ja immer prima in Reihe schalten. Dafür sind ja auch immer diese Trennschellen schon gedacht. Das Ganze wird jetzt quasi verkabelt und dann können wir es hier einmal mit dem Netzteil und dem Empfänger und der obligatorischen Fernbedienung vernetzen und dann können wir das Ganze auch schon in Betrieb nehmen. Ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit schon die Mittellinie noch fertig gemacht und das zweite Tor. Wie ihr seht, da ist noch einiges zu löten gewesen,
aber das ist nichts Kompliziertes. Die LED-Streifen werden einfach nur in Reihe geschaltet. Ich habe das jetzt hier quasi einmal so im Kreis gemacht. Und dann können die alle hintereinander geschaltet werden und werden über das Netzteil hier mit Strom versorgt. Dem Netzteil habe ich nur sein Gehäuse geklaut, weil ich da direkt noch unseren 12-Volt-Lüfter mit angeschlossen habe. Dann haben wir nachher nur einen Stecker und das Ganze bleibt ein bisschen sauberer aufgebaut. Zu der Spielfeldbeleuchtung ist noch zu sagen, dass ich das Spielfeld von der Farbe jeweils um eins versetzt habe zu den Linien, dass wir die Linien immer gut von dem Spielfeld unterscheiden können. Das ist bei den LED-Stripes auch ganz einfach. Wir haben hier die vier Kontakte, einmal für plus 12 Volt und dann einmal für grün, rot und blau jeweils die Masse-Kontakte. Und die Kontakte habe ich dann jeweils um eins versetzt. Das heißt, wenn unsere Linien rot leuchten, leuchtet das Spielfeld grün. Wenn unser Spielfeld grün leuchtet, dann leuchten die Linien blau und so weiter. Dann können wir immer gut unsere Linien erkennen und dafür braucht ihr nur hier quasi die Kabel um eins zu versetzen. Ich befestige jetzt noch gerade hier die Kabel auf dem Spielfeldboden, dass das hier alles nicht so wüst aussieht und dass sie nicht direkt unter der Spieloberfläche hängen. Und dafür nehme ich zur Befestigung einfach so ein helles Klebeband statt normalerweise Isolierband. Aber dann leuchtet das einfach nicht so als dunkle Flecken durch unser Spielfeld durch. Das ist ja so halbtransparent. Und da wir hier im Niederspannungsbereich unterwegs sind, ist das auch mit solchem gewöhnlichen Klebeband kein Problem. Was jetzt noch fehlt, sind die beiden Schläger oder wie auch immer man diese Teile beim Airhockey eigentlich nennt. Und ich glaube, das wird ein Job für unseren 3D-Drucker. So sieht der Schläger aus, wenn er aus dem 3D-Drucker kommt. Ich habe ihn jetzt hier schon mal von den Stützstrukturen hier oben und unten drunter befreit. Und damit der Schläger auch auf der Oberfläche hier noch ein bisschen besser rutscht, habe ich schon mal hier gerade aus einfach so einem Filzuntersetzer eine kleine Filzmatte zurechtgeschnitten, die dann unten reinpasst. Dann rutscht er viel besser. Und damit ihr nicht verloren geht, klebe ich die jetzt noch gerade mit doppelseitigem Klebeband einfach unten rein. Der Airhockey-Tisch ist jetzt hier fast fertig und wie ihr seht, ist der Puck bisher noch nur aus Holz und noch nicht aus dem 3D-Drucker. Hat den Hintergrund, dass ich mit der Höhe noch ein bisschen experimentieren muss. Hier drunter soll ja ein Luftpolster entstehen, was den Puck so trägt, aber andererseits darf es auch nicht zu hoch sein, sonst kippt er immer. Der andere Grund ist, man kann natürlich sowohl den Puck als auch hier die beiden Spielhalter einfach komplett aus Holz machen für alle die, die keinen 3D-Drucker haben. Und damit würde ich sagen, ist unser Airhockey-Tisch bereit für die erste Proberunde. Das war mein Airhockey-Projekt hier auf dem Konrad-Kanal. Das benötigte Baumaterial und Skizzen von dem Gehäuse sowie die 3D-Druckdateien findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr noch an dem Airhockey-Tisch hier ergänzen würdet. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal.